Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 5 auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, heute ist es leider schon die letzte vorproduzierte Folge. Wir müssten jetzt, was müssten wir denn jetzt haben heute für einen Tag? Irgendwie sowas um den 21. Mai rum. Ich weiß es jetzt nicht genau. Rein theoretisch müsste ich jetzt relativ zügig wiederkommen. Ich weiß aber halt nicht, wie es aussieht und ich schaffe jetzt einfach nicht mehr vorzuproduzieren. Meine Zeit ist um. Wir haben jetzt gerade 9.38 Uhr bei mir zu Hause und um 15 Uhr geht mein Zug zum Flughafen und vorher muss ich noch zum Friseur. Ich muss noch ein paar Besorgungen machen. Ich muss meinen Koffer noch packen. Ja, also ich habe noch viel zu tun. Deswegen wird das jetzt die letzte vorproduzierte Folge. Nach diesem Lag geht es dann auch weiter. Und ja, so, ich habe ganz ehrlich gesagt jetzt überhaupt gar keine Idee, was wir diese Folge jetzt hier machen. Müssen wir mal gerade so gucken, ob uns was auffällt, was wir beheben können. Dafür machen wir mal hier wieder die Dinger an. Ja, Getreidezug ist wohl gerade angekommen. Perfekt, das teilt sich gut auf. Ah ja. Aha. Naja. Der Getreide dabei? Ne, fährt leer. Okay. Mal die Züge gerade anmachen. Hier steht der eine. Wo ist der andere? Da. Der fährt hier gerade erst hin. Was haben wir jetzt hier an Stein? 119 schon. Sehr schön, das läuft. Holz haben wir. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Züge hier. Gut, wir können zuerst mal den Metronom upgraden. Muss mal gerade gucken, wo der andere, ob hinten der Metronom ist. Wo geht das denn hin, hat mir das sagen, ne? Ja. Ist Metronom? Hier ist gerade einer weggedüst. Machen wir das mal gerade so. Ist hier ein Metronom gerade drin? Ja, da ist gerade einer. Ansonsten haben wir jetzt hier ein Metronom. Wir haben da ein Metronom. Und wir haben jetzt hier hinten wahrscheinlich einen, ne? Ja. Ja, ja. Der fährt aber gerade erst rein. Sprich, wenn ich jetzt hier Pause mache, auf dem Stück gerade nochmal einen losschicke. Entschuldigung. Könnten wir nochmal die Kapazität um 200 erhöhen. Ich glaube 200 konnte der transportieren. Muss ich nochmal gucken gleich. Soll ja ungefähr gleich aussehen. Zack. So, so, mal angucken hier. 207. Insgesamt 7 Waggons. Die Lok. Okay. So, Züge kaufen. Dann nehmen wir einmal jetzt Pasagaya. So. 1. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und einmal der Lok. Nehmen wir den. Nein, aber du gehst nach hinten. Zack. So, dann geht er noch auf die Metronomlinie rauf. Haben wir da jetzt nochmal die Kapazität um 200 erhöht. Der Zug jetzt auch andersrum. Ah, es wird sich schon dann irgendwie einpendeln. Der Metronom fährt sich ja zum Glück nicht zusammen. Ist der andere schon losgefahren? Ja, jetzt gerade. Na gut. Können wir ihn noch mal kurz anhalten hier. Der andere kommt ja noch nicht. Mal gucken, wo der andere jetzt ist, der von vorne kommt. Der fährt hier gerade rein. Wenn der rausfährt gleich, dann... wir warten 300 Leute. Dann kann ich die anderen losschicken. So. Perfekt. So, und der müsste jetzt dann ja hier erstmal schön 200 Leute mitnehmen. Genau. Jetzt hau schnell ab. Perfekt. Jetzt warten hier noch 130. Ja. Sehr schön. Oh ja, und der wird auch mal voller. 105.
50 Einheiten. Schön. Perfekt. Und hier ballert der Metronom lang mit 207 Leuten an Bord. Sehr schön. Haben wir das schon mal wieder ein bisschen erledigt. Jetzt müssen wir trotzdem mal gucken, was hier sonst noch so an Leuten rumschwirrt. Was ist denn hier los? Achso, unser uralter Intercity fährt ja hier noch rum. Mit 146 Leuten passen in diesen Kackzug rein. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Da müssen wir jetzt sowieso erstmal einen Fahrzeugersatz machen. Ja, lassen wir mal den Steuerwagen ruhig nach vorne. Wenn wir den jetzt wiederfinden, da. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh. Keine Ahnung, wie viel ich jetzt habe. So, das Spiel gerade leckt. Wie sonst was? Hallo? Spiel? Wie habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ich weiß, es ist jetzt eigentlich einer zu viel. Oder auch ein paar mehr zu viel. Alter, was ist denn mit dem Spiel los? Warum leckt das denn jetzt so? So, und die Lok. Hier natürlich jetzt ganz hinten. Nein, die natürlich ganz vorne, ist ja klar. Soll ich sie alle so einmal nach hinten machen? Oh, wir sind sowieso zu lang. Da muss ich einen Waggon wegmachen. Ich glaube nicht, dass wir hier... Wie lang ist der? Lass jetzt nicht 240 sein, 320. Huh. Gehabt. So. Dann nehme ich nämlich gleich den letzten Waggon weg. Der war nämlich der kleinste. Der hier. Zack, 316 Meter. 75, nehmen wir mal 50 und sofort ersetzen an. Jo. So. Gucken wir uns den Zug mal an. Der läuft hier gerade. Läuft gerade ein. Der ist jetzt schon wieder bei Seefahrt. Nach dem Speichern, was man gleich setzen kann, nach einem Leck. So. Da wird natürlich jetzt schon eine ganze Hausnummer länger. Ich weiß, es entspricht nicht dem Original, aber ich weiß nicht, wie ich sonst die Leute hier alle wegkriegen soll. Das wird gleich deutlich länger. Deutlich. Deutlich länger. Ich kann auch 300 Leute transportieren. Sehr schön. Das wollten wir sehen. Ja, ich weiß, es entspricht nicht dem Original. Aber es ging jetzt nicht anders. So. Perfekt, haben wir das auch. Was haben wir noch? Das ist alles okay. Erfurt. Wie sieht das denn hier aus? Ihr kriegt alle mit, ne? Ja, ihr kriegt alle mit. Sehr schön. Da brauchen wir uns auch um nichts kümmern. Jetzt wird es aber langsam mit den Steinen immer mehr hier. Nice. 217 Steine waren schon. Cool. Das funktioniert auch. Langsam, das hat doch was gebracht, was wir die letzten Folgen über gemacht haben, dass wir hier doch echt immer noch versucht haben, wieder ein bisschen was zu optimieren. Wolfsgrund, was geht hier ab? 208 in die Richtung. Okay. Aber ansonsten geht's eigentlich auch. Hier oben sind wieder ein paar Güter angekommen. Wie sieht's aus mit der Linie? Finanzen? Läuft. So. Ja, was ist hier los? Dass wir natürlich wieder nicht funktioniert haben. Niemals. Nee. Was ist denn für eine Stadt hier? Achso. Das sind die. Ja, das Einzige, was man so überlegen könnte, ist, da unsere Züge hier schon etwas älter sind, den das einmal zu ersetzen. Weil wir haben ja drei Stück da drauf, dann könnten wir die Kapazitäten auch nochmal wieder ein bisschen erhöhen. Wir dürfen auf 480 Meter kommen. Ist klar, Fahrzeugersatz. So, dann muss ich natürlich jetzt leider dann zweimal die gleiche Lok nehmen, weil es wird jetzt immer das gleiche sein. Ja, und ihr wisst, was das heißt. So.
Das bedeutet schon mal über 10.000 PS. So. Aber das hier werden wir jetzt einfach wild durch die Gegend nehmen. Da werden wir jetzt nicht drauf achten, dass wir hier irgendwie... Oh, jetzt sind wir schon über 480 Meter. 480 Meter, so. Ein. 75, sofort ersetzen. Nochmal 144 Millionen investieren. Weil die Züge sind echt schon echt uralt. Im Moment funktioniert das noch. Oh, wo will ich jetzt wieder husten? Man kann schon fast überlegen, ob man noch ein Getreidezug hier raufsetzt. So. 624 bleibt bestehen. Ja, jetzt haben wir hier aber auch noch 600 Getreide. Kommt nochmal der Zug. Der nächste Getreidezug kommt erst hier. Sprich, wir machen mal kurz auf Pause. Wo haben wir denn hier unser Depot? Da haben wir unser Depot. Ich setze jetzt nochmal einen Getreidezug darauf. Hatte ich da jetzt eine Lok oder hatte ich Doppeltraktion? Eine. Okay, elektrisch. Eine alte grüne. Nee, die war es nicht. Wir waren das. Hierher. Aber da die ja alle gleich sind, können wir da ruhig mal noch eine DB drauf machen. So, Güter. Haben wir nur die hier genommen, ne? Getreide. 1, 2, 3, 4, 5. Obwohl, das ist DB, ne? Oh, egal. Immer auf 312 Meter kann er nochmal 400 Einheiten nochmal mehr transportieren. Geht dann auf die Getreide drauf. Perfekt. Ob das natürlich jetzt alles so funktioniert. Weil der muss jetzt gleich schon ganz schön mehr produzieren. Ja, mehr Getreide zu transportieren. Das werden wir jetzt auch machen. Wir haben die Kapazitäten gerade mächtig erhöht. Jetzt muss er sowieso erstmal alles warten hier. Also von daher ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Der andere Zug fährt natürlich jetzt mal deutlich länger. So, der nimmt jetzt nochmal wie viel mit? 400 Einheiten knapp. So, jetzt bleiben wir aber eh noch 400 Einheiten da stehen. Das ist schon mal ganz gut. Der andere Zug kommt da jetzt ja gerade an. Weil zu viele Züge kann ich auf die Linie auch nicht draufsetzen. Sonst hängen die sich dann bald immer im Nacken. Aber jetzt haben wir hier die Kapazität auch nochmal erhöht. Da war auch nur 200 oder sowas. Ist jetzt voll. Ja, fast. Also eine Einheit fehlt. Also warum auch immer. Achso, wegen ihm hier. So, und der würde es jetzt eigentlich auch voll gehen. Eigentlich müsste der voll werden. Ich denke mal schon, dass er voll wird. Hier steigt die Produktion auf jeden Fall wieder. In dem Betrieb auch. Bei dem Betrieb müssen wir fast schon noch einen daneben setzen. 504 kann er mitnehmen. Wird voll. Perfekt. Ja, er wird jetzt immer schön auf 1600 maximal sein. So, mal gucken, wie es auswirkt. Im Notfall müssen wir noch eine Firma daneben setzen. Ja, und er geht auch schon weiter nach oben. Läuft. So, jetzt kommen hier natürlich nochmal ganzer Schwung mehr Güter an. Ihr seht es jetzt hier schon. Aber wir haben jetzt ja zwei Züge, die das Getreide abfahren. Das ist tendenziell ja schon mal gut. Und ja. Hier kann natürlich jetzt auch... Ihr Brot ist natürlich jetzt hier für die Welt da, ne? Alter Schwede. Haben wir hier auch genug Brot. Wo ist er denn, der Zug da? Er ist auch schon wieder voll. Er kann nur 40 Brot mitnehmen. Naja. Jetzt leckt das mal wieder gerade. Und ich hoffe so auf diesen Performance-Patch. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, ist er schon längst draußen.
Und ihr könnt sagen, ob es besser geworden ist oder nicht. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bei euch bedanken dafür, dass ihr mir so treu geblieben seid, jetzt auch über diese ganze Zeit hinweg. Und auch an alle neuen Zuschauer, hallo und herzlich willkommen nochmal. Bald bin ich wieder da und dann starte ich wieder durch. Im Moment ist es halt leider echt, Teil meinem Beruf. Und es war ja von vornherein klar, ich sage euch das ja auch oft genug. Ich gehe mit euch da ja auch ganz offen und ehrlich mit um. Und denke mal, dass da jetzt auch keiner enttäuscht sein dürfte. Na, so richtig voll ist der immer noch nicht, ne? Naja, gut. Aber so ist das nun mal. Aber ich finde, wir hatten jetzt eigentlich schon mal etwas Schönes geschaffen hier. Lass mal gerade ausblenden. Zack, 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 zack. Wir haben unseren Airport, der nicht funktioniert. Beziehungsweise er funktioniert so halb. Das Industriegebiet ist auch noch nicht ganz fertig. Das muss echt noch, also dieser Schönbau, der muss echt noch kommen. Im Moment sind wir echt noch sehr auf den wirtschaftlichen Teil geprägt. Aber irgendwann geht das dann auch mit dem Schönbau los. Und danke nochmal an alle Zuschauer. Ich weiß nicht genau, wie viele Abonnenten ich jetzt habe. Ist ja klar, ich nehme jetzt ja gerade 8 Wochen im Vorlauf auf. Im Moment waren es 512. Und an euch alle nochmal danke und auch an alle Neuen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet hier bei mir. Sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich euch natürlich informieren. Und ich sage euch dann, wie es weitergeht. Bis dahin. Haut rein, habt eine schöne Zeit, genießt meine Videos und bis dahin, ciao.